Ja, schönen Tag, meine Freunde. Ich mache heute ein italienisches Rezept für euch. Macaroni mit Bolognese. So, ich habe in der Woche so 50 Milliliter habe ich Öl reingetan und dazu also die frische Lauch 100 Gramm und eine Teelöffel habe ich also Knoblauch dazu. So ein bisschen einrühren, so circa 2, 3 Minuten, also bis der bisschen also die anschwitzen lassen. So. Langsam jetzt geben Sie jetzt ein bisschen Gewürze, so rote Paprikapulver, circa halbe Teelöffel bis eine Teelöffel, wie Sie wollen, also wenn Sie scharf wollen oder mild, also ist Ihre Entscheidung. Also halbe Teelöffel so schwarze Pfeffer und also die eine Teelöffel, also die Salz. Also Gewürze können Sie jetzt Ihre Entscheidung, also wollen Sie jetzt ein bisschen. Also scharf oder mild, also ist Ihre Entscheidung. So. Das ist genug erstmal. Geben Sie ein bisschen Wasser. Ja. So, geben Sie jetzt die gehacktes, also circa 250 Gramm habe ich jetzt die gehacktes genommen. So lange rühren, bis gehacktes bisschen seine Farbe ändern. So, da habe ich jetzt hier frische Peperoni. Wenn Sie wirklich also gehackt, also richtig gehackt, ein bisschen scharf wollen, dann kann Sie reintun, sonst lassen Sie sein. So, jetzt ist ungefähr so 6, 7 Minuten habe ich gerührt. Also die Farbe ist wirklich ganz geändert. Also ein bisschen riechen ist auch so gut, so die gesagt ist. Geben Sie jetzt zu geschälte Tomaten, so 400 Gramm. Ja, und lassen Sie bitte so circa halbe Stunde kochen, also die ganz, ganz niedrige Stufe, so circa anderthalb. Und wenn der fertig ist, dann geben Sie jetzt Pasta dazu, nach halbe Stunde. Pasta da rein tun und geben Sie jetzt so Sahne dazu. Circa 200 bis 300 Milliliter. Ja, und 2 Minuten kann sie jetzt kochen. Mehr brauchen Sie nicht dann. Ja, und geben Sie die frische Petersilie dazu. Oder normale trockene Petersilie, wie Sie haben. Also ist gar kein Problem. So, dann ist ja fertig. Sehen Sie, jetzt sieht er sehr gut aus. So. Ist er sehr locker und sehr
einfach zu machen. Kann sie zu Hause probieren. Ist nicht so schwer. So, das sehen Sie, wie sieht der aus? Sehr gut, schön. Bitte, wenn Sie jetzt meine Sender Ihnen wirklich gefällt, dann kann Sie also kostenlos abonnieren und mit Ihren Freunden teilen. Sehen Sie, wie sieht er aus? Sehr, sehr appetitlich, sehr gut. So, dann wünsche ich guten Appetit. Ja. So, dann, wie gesagt, also mit Ihren Freunden teilen und schreiben Sie bitte einen Kommentar und bleiben Sie bitte gesund. Bis nächste Mal. Auf Wiedersehen.